Moin, willkommen im Süden von Freiburg im Breisgau. Wir sehen auf die Straßenbahn- und Bushaltestelle Munzinger Straße. Sie liegt am Rand des Gewerbegebietes Haid. Hier endet die Straßenbahnlinie 3. Auch mehrere Buslinien bedienen diese Haltestelle. Ein Straßenbahngelenkzug des Typs CAF Urbos fährt in die Wendeschleife. Diese Fahrzeuge wurden ab 2015 in Dienst gestellt. Die dreiteiligen Fahrzeuge des Typs GT8Z von Duewag wurden 1994 beschafft. Sie sind Zweirichtungswagen und sie sind die ersten Fahrzeuge mit hohem Niederfluranteil bei der Freiburger Verkehrs AG, VAG. Elektrobusse können hier die Akkus nachladen. Die Fahrzeuge des Typs GT8N stammen aus dem Jahr 1990. Sie besitzen einen kurzen Niederflurbereich im Mittelteil. Im vorderen und hinteren Teil steigen die Fahrgäste über Treppen ein und aus. Der nächste Fahrzeugtyp der VAG sind die Siemens Combino. Es sind siebenteilige Gelenkzüge, sowie auch die CAF Urbos. Von den Combinos wurden zwei Serien gebaut. Die Fahrzeuge der zweiten Serie werden als Combino Advanced bezeichnet. Sie sind an dem hohen Zielschildkasten zu erkennen. Als nächstes seht ihr einen weiteren Fahrzeugtyp, der zwar zum aktuellen Bestand der VAG gehört, aber als reines Hochflurfahrzeug kaum noch im Linienbetrieb eingesetzt wird. Es ist ein GT8K von Duewag. Er dient hier als Fahrschule. Wir fahren mit einem Combino von der Munzinger Straße zur Haltestelle VAG-Zentrum. Dort liegt der Betriebshof der VAG. Hier seht ihr diese Strecke von außen.
Ein GT8Z fährt zum Betriebshof. Die Strecke mit den Rasengleisen fügt sich hervorragend in die Umgebung ein. Dazu tragen auch die begrünten Oberleitungsmasten bei. Beim VAG-Zentrum wechselt die Strecke von der linken Seite auf die rechte Seite der Straße, der Besançon-Allee. Abends fahren viele Züge in den Betriebshof ein. Hier sehen wir den Streckenabschnitt mit dem Seitenwechsel bei einer Mitfahrt. Typisch für Freiburg sind die langgestreckten Weichen. Hier an der Abzweigung zum Betriebshof. Ein Zug der Linie 3 fährt zur Endhaltestelle an der Munzinger Straße. Wenig später kommt ein Zug zum Betriebshof. Es ist ein GT8N. Er wird vom Hilfsführerstand am hinteren Wagenende gesteuert. Ein GT8Z auf dem Weg zum Betriebshof. Bei der VAG in Freiburg zeigt das Linienschild bei Betriebsfahrten einen diagonalen Balken. Nördlich vom VAG-Zentrum liegt die Haltestelle am Lindenwäldle an der Opfinger Straße. Dort verkehren die Linien 3 und 5. Wir sehen zwei Züge der Linie 5.
Die Strecke der Linie 3 führt hier durch eine idyllische grüne Umgebung. Ein weiterer Zug fährt mit dem Hilfsführerstand voran zum Betriebshof. Aussetzende Züge sind oft bis am Lindenwäldle für Fahrgäste freigegeben. Mit diesen Bildern sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.